Ziehen Sie den Rollladen als erstes, wenn möglich, bis zum Anschlag hoch. Sichern Sie den Rollladen mit Hilfe einer Klammer oder eines Schraubenziehers. Am verbleibenden Gurt die Metalllasche anlegen und mit dem Stichel Löcher vorbereiten. Stecken Sie den länglichen Teil der Niete von hinten durch das vorbereitete Loch und dann durch die Metalllasche. Drücken Sie von oben das Gegenstück der Niete auf den Stift. Mit Hilfe einer Zange wird die Niete nun sehr flach zusammengedrückt. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten oberen Niete. Bereiten Sie nun mit dem Stichel die Löcher im neuen Gurtband vor, indem Sie durch die Metalllasche vorstechen. Stechen Sie nun wie im oberen Bereich den Stift der Niete von unten durch den Gurt und die Metalllasche und verschließen Sie sie mit dem Gegenstück. Nehmen Sie die Zange zur Hand und drücken Sie die unteren Nieten wie oben ebenfalls fest zusammen. Sichern Sie das alte Gurtband unten am Gurtwickler mit einem Knoten. Schneiden Sie nun das alte Gurtband an der Schnittstelle zum neuen Gurtband ab. Platzieren Sie den Klebestreifen mittig auf der Metalllasche. Schlagen Sie die Kanten sorgfältig nach hinten um. Streichen Sie den Klebestreifen hinten glatt. Lösen Sie die Schrauben von dem Gurtwickler und bauen Sie ihn aus der Mauer aus. Rollen Sie das restliche Gurtband von der Trommel ab. Achtung, die Trommel steht nun unter Spannung. Sichern Sie sie vorsichtig durch die Metalllasche. Hängen Sie das alte Gurtband aus. Fädeln Sie als erstes die Abdeckung ein und ziehen Sie dann den neuen Gurt durch die Lasche, sodass sich dieser dann aufwickeln kann. Bauen Sie den Gurtwickler nun wieder ein. Entfernen Sie die Sicherungsklammer vom Gurtband. Jetzt ist Ihr Rollladen wieder einsatzbereit.